Cannabis Social Club. Beim Cannabis Social Club muss ich ja Thekenkräfte, Gärtner, Geschäftsführer, Clubraum und so weiter und so fort tatsächlich bezahlen. Am Schwarzmarkt, wo es keinen Tresen gibt und keinen Clubraum, der halt jeden Tag offen hat und solche Geschichten, sinkt der Preis schneller. Bei einem meiner letzten Besuche in einer Stadt, San Sebastian, die eigentlich überdurchschnittlich teuer ist, im Baskenland liegt, wo der Teilungspreis bei ca. 6,50 Euro für echt gutes Gras im Club liegt, haben wir des Nachts per Zufall von einem vorbeigehenden Passanten, der anscheinend auch zu viel Gras hatte, angeboten bekommen, auch super Gras bei einem Preis von 2,50 Euro. Jeder, der Gras braucht, geht einfach in den Club. Das heißt, jeder, der auf der Straße verkaufen möchte, muss um einiges günstiger sein, weil es ist ja super illegal. Also ich habe vielleicht einen Preisvorteil von 50% gegenüber dem Club, aber muss ja damit rechnen, dass mich einer beobachtet anzeigt und ich sozusagen weggesperrt werde dafür. Und das ist genau der Risikoaufschlag, der sozusagen jetzt im Negativen wirkt. Weil der Konsument sozusagen ein Risiko minus bekommt, dafür, dass er es auf der Straße kauft, anstatt im Club. Klare Sache. Eigentlich. Aber ganz schön klasse Effekt, oder? Bleiben wir weiter bei den 500 Mitgliedern, die sich ordnungsgemäß beim Club melden, nichts falsch machen und ihr Glas an der Theke beziehen. Miteinander teilen und nichts weitergeben, dann den Kreislauf geschlossen halten, die Buchhaltung stimmt. Der Club hat im Prinzip mehrere Optionen, sich ein bisschen zu entwickeln. Die eine Grenze ist natürlich das spanische Vereinsrecht, in Deutschland wäre es halt dann das deutsche Vereinsrecht. In Spanien stellt sich raus, dass die meisten Vereine so eine Prägung abkriegen. 90% der Vereine sind Freizeitvereine. 10% sind medizinische Vereine. Und ein paar von beiden machen sowas wie Forschung. Da braucht man sich auch keine Lösung zu machen. 90% der Graskonsumenten machen es nicht unbedingt aus medizinischen Gründen, sondern wollen tatsächlich ein bisschen Party haben, Entspannung. Ein Freizeitclub, da mag die Satzung ungefähr genauso ausschauen. Im Prinzip schaut die Satzung sehr, sehr ähnlich aus von allen, weil natürlich alle nichts gegen medizinisches Cannabis haben. Ja, klare Sache, Cannabis wirkt auch medizinisch. Okay. Es ist dann aber eher so, dass die Mitglieder, ist ein demokratischer Verein, und die beauftragen den Vorstand, das oder jenes zu machen im laufenden Geschäftsjahr oder im laufenden Vereinsjahr. Und die meisten Mitglieder entscheiden sich halt lieber für einen Billardtisch, wenn sie sehen, es ist ein Überschuss da. Oder für eine Playstation. Oder dafür, dass der Verein jeden Sonntag ein kostenloses Barbecue macht für alle Mitglieder. Also sozusagen, dass da der Überschuss hinwandert in die sozialen Aktivitäten des Vereins. Also innerhalb eines Vereins kann man sowas regeln und so eine Ausrichtung finden. Also ich habe keine zwei Vereine gesehen, übrigens die gleich wären. Das schaut immer ein bisschen anders aus. Das kommt auf die Leute drauf an, die es dann vor Ort machen. Und es gibt keine Ketten. Und größere Clubs kommen auch irgendwann mal an echte Probleme. Deshalb zum Beispiel mit der Skalierbarkeit der Anbaufläche zu tun. Also für 100 Leute anbauen, da eine Wohnung finden oder einen Raum, in dem man es cool machen kann. Da gibt es viele Räume. Für 1000 Leute einen Raum finden, wird schon schwieriger. Ich bin ein Clubmitglied, der hat jetzt irgendwie 14.000 Mitglieder in Barcelona. Wenn du für 14.000 Mitglieder groben musst, das ist der Club, der mit so einer baskischen Gemeinde verhandelt hat, ob sie nicht alle Gemeindeäcker haben dürfen. Das ging vor 4 Jahren durch die Presse. Habt ihr garantiert mitbekommen? Garantiert.
Und die hätten alle Gemeindeecke aufgekauft und noch 70 Arbeitsplätze, vor allem in der Sicherheit sozusagen, sofort geschaffen. Es ist ihnen nicht gelungen, unterm Strich, und es ist ein echtes logistisches Problem. Und stellt euch mal vor, ihr müsst 14.000 Mitglieder aus, was weiß ich, 50 verschiedenen Büroräumen raus bedienen. Weil der halt keine Industriehalle findet, die das gut ist. Habe ich durchgerechnet, könnt ihr ganz schön viel von Deutschland versorgen, die Quelle. Ja. Wenn die Quelle cool genug wäre, hätten sie sich besser drauf geschrieben, ja, wer jetzt Fürth sozusagen Welthauptstadt. Da drüben an der Fürther Straße wäre ein neuer Flughafen, würden die Amazon-Manager alle direkt einfliegen zum Fließband, wo die Waren verschickt werden. Okay, back zu den Cannabis Social Clubs. Es gibt in vielen Clubs die Regelung, dass Cannabis-Patienten mit einem Rezept es entweder vergünstigt bekommen oder gleich ganz kostenlos. In Lübingen, also das werden wir bei uns im Club auch machen. Das ist aber begrenzt auf die orale Einnahme. Das soll auch vermeiden, dass sozusagen, weil manche Cannabis-Patienten brauchen ganz schön hohe Dosierung. Und das soll vermeiden, dass unter Umständen ein Cannabis-Patient vielleicht seine 50 Gramm Wochenration mitnimmt und vielleicht doch versucht ist, davon die Hälfte Abstand zu verringern. Was verstehe ich unter orale Ja, es gibt Clubs, die machen nur eine Sache, die sagen, bei uns wird nur Kuchen gebacken, da gibt es ein zuständiges Mitglied, das backt jedes Wochenende Kuchen auf Bestellung und am Montag kann sich jeder Patient einen Vorrat Kuchen für die Woche abholen. Das ist die einfachste Lösung und andere Clubs, die dann eher in die medizinische Richtung gehen, die basteln wir. Also man kann ja Tinkturen draus basteln, Öle, alles Mögliche, was man oral einnehmen kann. Das ist dann halt eben so ein Zwischenbereich, wenn der Club, wirklich, wenn alle im Club ehrenamtlich arbeiten, also ich bin auch einen Club, alle ehrenamtlich, und die haben in der Satzung drinstehen, weil sie eben ein medizinischer Club sein wollen, dass immer nur Genussmittelkonsumenten nur reingelassen werden, wenn ein anderes krankes Mitglied, also dass die Quote gehalten wird sozusagen, der Rezeptinhaber im Club. Und das sichert, dass der Club halt immer sich um das Thema Medizin kümmern wird. Ja, wenn eine bestimmte Masse, okay, die arbeiten alle ehrenamtlich, haben keine Angestellten, die Leute stehen selber an der Theke, ist ein relativ kleiner Club, aber was die sich zum Beispiel leisten von den Teilungsbeiträgen, ist zum Beispiel ein Arzt, der Allgemeinheit zur Verfügung steht und der ist jeden Donnerstag den ganzen Tag sozusagen in einem separaten Raum außerhalb des Clubs, nahe des Clubs und behandelt alles Mögliche, also geht nicht nur um Cannabis-Therapie, sondern hier bietet der Club sozusagen was Soziales in Allgemeinheit und die machen das halt sehr idealistisch und machen straight in Medizin Forschung und möglichst viele medizinische Fälle sammeln. Das, der Günther wird das auch bestätigen. Das Bescheuerte ist, dass man insbesondere dann, wenn man selbst in einer großen Stadt wie Würzburg wohnt, man findet keine drei anderen Patienten, die schon ein Rezept haben, wo man sich zusammensetzen kann und Erfahrungsaustausch machen kann. Und alleine dadurch, dass dieser Verein darauf achtet, dass sozusagen Rezeptinhaber reinkommen und das kultiviert, schafft er überhaupt erst an der Basis, dass überhaupt Gespräche geführt werden können auf einem bestimmten Level. Also das missversteht mich nicht. Ich habe bloß keinen blassen Schimmer von Medizin und Cannabis, weil ich halt eben selber nicht betroffen bin. Also, und die Leute, die Cannabis als Medizin brauchen echte Hilfe. Und nicht mal so, boah, das kriegt aber gut, ne? Das ist total kontraproduktiv in dem Fall. Okay. Medizinische Clubs gibt es, Freizeitclubs, Forschungsclubs. Was meine ich mit Forschungsclubs?
da schließen sich tatsächlich Spezialisten zusammen, wo im Prinzip jedes Mitglied Brot auf der Lizenz des Vereins. Also jeder bekommt eine Plakette, du bist Grower beim Verein.